Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfB Wolfsburg. Heute geht's auf Schalke gegen Schalke. Ja, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich Natürlich natürlich genau. sehr, sehr freuen. Und schaut auch gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung und erst in der Startformation. Ist ja klar. Er hat für mich gute Leistung gezeigt. Deswegen bekommt er das Startelf-Debüt bei uns. Er ist aber nicht Torschützen König, Führer, also das ist nämlich immer noch Bordeaux. So, Jovic. Und Sam Aouar läuft. Ah, gut gehalten. Erste gute Chance, kommt aber von uns. Ja, und Alcancao spielt auch mal wieder von Beginn an. Ihm wollte ich gerne eine Chance geben, denn Tonali fand ich jetzt irgendwie nicht irgendwie zwingend im Gedächtnis geblieben, ist er mir mit seinen Leistungen. Deswegen. Ja, Doku ist auch wieder drin. Das ist aber nur dem verschuldet, dass Brekalo vom Ausdauerranking her sehr, sehr wenig ist. Also Und der die Fans braucht eine hoffen Pause. natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Alles sieht gut aus. Mbabu versucht da. Ja. Schalke macht hoch. So, Mbabu kommt. Und Schipka. So, da ist jetzt ein bisschen Freiraum. Sam Aouar. Hussein Aouar. Jetzt wird's Sehr gefährlich. schnell. Was macht er drauf? Und Da gibt es Jovic, eine ach, sehr, kommt aber sehr nicht ran, schade. schlechte Möglichkeit gewesen. Akansau muss da. Macht er gut. Jetzt der Ballverlust. Macht er gut. Ach, Das wenn wäre eine der gute Ball Chance ein geworden bisschen für Xabi besser Iniesta. gekommen wäre, dann wäre vielleicht Sam aber durchgekommen. So bleibt es hier. Tolles Tackling von ihm. Beim 0-0, wir würde ich aber sagen, sind hier schon das Hussein deutliche Aouar. aktivere Team. Ah, jetzt da der Ballverlust. Rudi. Ganz energisch. Und er gewinnt den Zweikampf. So, es war jetzt mal gut reingespielt. Wo ist eigentlich Sessegnon? Da ist aber Höver beziehungsweise Hussein Aouar. So, Mbabu. Spielaufbau. Der Ah, kommt der war dazwischen, der kriegt den grottenschlecht. Ball. Lag aber auch daran, dass ich gerade mit Sieht anderen gefährlich Sachen aus. beschäftigt war am Rande. Guter Vorstoß da jetzt. Kann er was draus machen? Ja, Jetzt nimmt er das sich Zeit. wird nicht das Das 1 zu sollte ein 0. Tor für Gut uns sein. gehalten. Bei dieser Erste Führung gute sollte Chance man für sich nicht Schalke. blenden lassen. Ecke kommt in den 16er. Tolles Tor. Der ist nochmal drin. Das Wieder war ein ja Sechser geiles gegen Bayern Tor, das München. auf jeden Fall. Und damit haben wir den ersten Trotzdem Treffer hat in er sich diesem nicht Bundesligaspiel angebahnt, richtig vorangebracht. angebahnt. Sie holen sich den Ball. Kein Jetzt haben Sie den gutes. Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Der FC Schalke mit dem Vorteil. Jetzt ist er auf und nach vorne macht er das Tor. Sie haben diese Jo. Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt Vorne natürlich machen wir die zusätzliche Dinger nicht rein, Sicherheit. hinten sind wir zu. Hier steht es 2 zu 0. Sieht Keine alles Ahnung. ziemlich gut aus aktuell. Aber das ist halt das Ding, wenn du auf Legende spielst, ne? Da werden Guter dann auch mal so Jovic. Chancen reingemacht. So, ich muss es mal abspielen. Hussein Aouar.
Ja, und dann spielt er nicht wieder ab. gut in den Zweikampf. Schade. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2 zu 0. Jo, also da muss jetzt mal ein bisschen einiges kommen von Sessegnon. Nichts zu sehen bis jetzt. Probieren wir es so. Wolfsburg hat angestoßen. Kann also Probieren weitergehen wir hier. es so. Von Doku von seiner Schnelligkeit auch bis jetzt noch gar nichts zu sehen. Geht mal kaum 1 gegen 1. Wenn er Almada. das mal macht, verliert er den Ball. So, jetzt einmal da. So, wieso läuft hier keiner? So, jetzt mal. Rovic macht das 2-1. So, Boadus kommt jetzt trotzdem aber rein. Und Akanzao geht auch und Marco wird kommen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach. Also Tonali heute keinen Einsatz. Der hat sich aber auch, wie gesagt, nicht so. Jetzt haben sie den Ball wieder eingebracht, dass ich dem, wie gesagt, im Hinterkopf habe, dass der irgendwie in der Startelf stehen muss. Für mich waren das nicht die Leistungen unbedingt, die zwangsweise dafür sprechen. So. Anders ist es aber bei Rekik und Ismael Pardo. Die gefallen mir im Moment richtig gut. Auch wenn Rekik ja ein bisschen schusselig beim 2 zu 0 aussah, aber trotzdem. Das war jetzt mal ein gutes Torspiel von Luka Netz. Baku. Den muss er machen. Den muss er machen. Vielleicht auch Almada schießen lassen. Und dann. Könnte es hier auch 2 zu 2 stehen, was absolut verdient ist. Von Schalke kommt halt nach vorne gar nichts. Das ist ja dieses Erschreckende. So, Boadus, was macht er? Gibt der Baku mit. Ah, da wollte ich rüber spielen, aber der Ball wollte nicht. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ah, der Konter. Abwehr muss aufpassen. Ja, Abwehr muss aufpassen. Abwehr passt auf. Denn setzt sich aber Doku nicht durch und das ist halt wieder. Jetzt vielleicht die Flanke. Das gibt den Meter. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich habe schon gesagt, diese Elfmeterentscheidungen sind lächerlich. Und das ist halt Karma. Das ist halt Karma. Danke. Wenigstens mal jemand, der hier weiß, was wirklich ein Elfmeter war und was nicht. So. Und quasi im Gegenzug ist es hier nicht das 2 zu 2. Alter. Almada, den musst du doch machen. Mal ganz im Ernst. Wir hören die Schalke-Fans, die wissen, diese knappe Führung ist in Gefahr. Da wäre Platz für den Konter. So. Digga, wohin spielst du? Ballverlust. Ja, das war's. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Mit dem Angriff. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung. Was erwartest du von der Schlussphase? Oh, was macht denn da Boot? Das ist abseits, ja. So, komm. Abseits. Es wurde Tick zu früh gestartet. Die Führung soll jetzt verteidigt werden, folgerichtig. Also wie gesagt, seit dem Update gelingt mir hier irgendwie gar nichts mehr. Ja. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Und jetzt haben sie den Ball. Vorteil, Schalke 04 bleibt dabei. Oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Jetzt kann die Alleingabe. Ja, was spielen die jetzt wieder so einen Pisse, dass ich den Ball nicht bekomme? Ja, klar. Klar machen wir das jetzt. Was macht er da? Da ist die Flanke. Da passt er auf. So, letzter Angriff. Spiel doch den Ball, Junge! Origi. Wichtig, dass er da eingreift. Digga.
lässt nichts anbrennen. Der Ball kommt rein. So, wo ist jetzt hier mein Stürmer? So, pressen. Jetzt scheiße, glaube ich, ein 3-1 fangen oder ein 2-2. Ja, das. So, jetzt muss den gezielter Angriff nach vorne gehen und zwar schnell. So, komm. Viel geht also nicht mehr. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Lange Flanke. Komm. Ja, kannst du vergessen, wir verlieren. Das war nix. Das war komplett nix. Und somit sind wir nicht mehr Tabellenführer. Ja, und wieso? Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Wegen diesem Punkt-Punkt-Punkt-Update, Alter. Jedes Mal versaut das mein Spieleinstellung alles. Es ist unglaublich. Unglaublich, Leute. Alter, und diese Patches kommen auch immer dann, wenn ich sie überhaupt nicht haben will. Es ist wieder. Ohne Worte, echt. So, egal, genug aufgeregt. Nächstes Spiel. Oh, das ist erstmal wieder Länderspielpause. Das hasse ich auch immer. So, simulier doch bitte einfach und danke. Also ich bin schon wieder genervt, ja. Ihr kriegt's mit, aber so ist das. Und ich muss aufpassen mit dieser Musik, sonst bekomme ich wieder ein Copyright. Was geht's gegen die Schweiz? So, ja, mach doch, simulier doch bitte einfach. Danke. So. So, ich möchte auch gerne jetzt mal die Tabelle sehen. Ja, wir sind nicht mehr erst, das war doch klar. Ja. Gucken, wie wir jetzt gleich aufstellen. So, Tonale kommt wieder rein, Ricky geht an sich gut gespielt, Upamecano kommt trotzdem, Höver kommt, Rhys James kommt, hier kommt auch wieder Brekalo, Almada. Dovic bleibt erstmal drinne. Und dann würde ich sagen, kommt trotzdem Baku erstmal für Ethan Ampadu. Erstmal. Wir können das ja immer noch mal wechseln. So, Sperre abgelaufen. Joe Felix. Achso, okay. Jetzt geht's gegen Leverkusen. Da müssen wir aufpassen. Das könnte auch, ja, ins Auge gehen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Volkswagen. Wie gesagt, gegen Schalke, die Niederlage war komplett unverdient. Frankfurt-Spann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Wieso hoppelt der Ball jetzt so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Digga, willst du mich jetzt schon wieder... Ja, ich habe gesagt, ich reg mich nicht mehr auf. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Komm schon, Alter. Komm schon. Komm schon. Na, es ist wieder Elfmeter. Ach, Digga. Ich schwöre, ich mache das Spiel gleich aus. Es kann nicht sein. Ja. Pitchspiel, Alter, echt. Was ist das? Digga! Ja, genau! Ach, Digga! Lächerlich. Lächerlich.
bekommen. Das wäre eigentlich schon mal sowas wie ein Fingerzeig, vor allem mit Blick auf die Konkurrenz. Sergio Roberto. Kerem Hatsunodoi. Das war jetzt mal gut gespielt, Jovic. Schuss auf den Ausgleich. Ja. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Völlig verdient. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Weitergeleitet, wieder Almada. Trotzdem, das Spiel... Und die haben im Patch geschrieben, dass sie die Elfmeter-Entscheidung abgeflacht haben. Man sieht's. Wo war das ein Elfmeter? Auch das, der schon gegen Schalke war, komplett Rotze Elfmeter. Ich war schon gar nicht mehr am Ball. Ey. Naja. Trotzdem. Wie im Leben, Alter. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. So, da. Oh ja, Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Man kann den gar nicht mehr hier Zweikampf drücken, weil man jedes Mal Angst hat, dass es ein Elfmeter wird. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum. So, aber ich komme jetzt auch gerade nicht mehr am Ball. Alex Emirancu. So, Hilber. Kerem Hatsunodoi. Ja, Digga, was ist das jetzt hier? Und die Chance. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Da passt er auf und hat den Ball. Jose Brekalo. Und da ist der Ball wieder weg. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und damit kurz. War wieder unnötig. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der neue Spielstand heißt nun so, kommt 2 zu 0. 30 Minuten sind. Wieso läuft Dings denn nicht mit, Mann? Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Wieso läuft er nicht durch? Morata. Ja, schrei weiter. Leverkusen versucht jetzt mal. Digga. Die Flanke jetzt auf Morata. Angriff aufgehalten, ja. Aber gelb bekommt er dafür wohl. Und die Aktion musste der Unterreiter. Gelb also gegen Wolfsburg, vertretbare Entscheidung. Der Torhüter dirigiert seine Mauer, das könnte jetzt gefährlich werden. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt. So, Eckball. Das zeichnet ein klasse Keeper aus. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und der Pass, super Kopfball. So nutzt man eine Ecke. Ball kommt. Ich sag dazu nix. Also was Aubameyang da macht. So, wieso geht Reece James nicht dahin? Ich möchte gerne. Ach, Alter. Digga. Passt doch, Digga. Alter, jedes Mal Ballannahme. Er braucht viel zu lange zum Passen. Ja, ja. Was ist jetzt los? Halbzeit. Ist wieder ein gebrauchter Tag heute. Ich sag euch das. Anstoß Bayer. Und damit geht's hier weiter. Da bitte hin. Wo ist? Ich habe doch den Ball gespielt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. So. Ja. Vielleicht machen wir was aus diesem Konter. Wieso ist Brekalo langsamer? Ja. Ja, geht gut dazwischen. Wieso ist Brekalo langsamer? Auf Weltklasse als bei Legende. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, wieso meine Spieler schlechter gemacht werden. Auf Legende. Das kann ja nicht sein. Da. Auch Almada. Der ist viel langsamer als sonst. Das kann ja nicht sein, Alter. Also. Es kann nicht sein, dass im
diesem Modus meine Spieler schlechter gemacht werden auf Legende. Ausgleich, das ist zu schaffen. Und es kann auch nicht sein, dass die Gegnerspieler besser gemacht werden. Vom PES und so. Das ist ja unrealistisch. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Dass die klüger sind, klügere Laufwege machen, ja, das sehe ich ein. Aber nicht stärker von den einzelnen Sachen, weil das ist nämlich komplett unrealistisch. So, und das ist der verdiente Ausgleich. 3-3. Ganz im Ernst, Alter. Völlig verdient. So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Also Leute, da staubt sich gerade eine Menge Wut bei mir auf. Das verstehe ich nicht. Wieso bei Legende? Ja klar, es ist ein schwerer, normal. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass meine Spieler gefühlt langsamer sind als der Gegner. 3-3. Absolut verdient. Absolut verdient. Und ich will jetzt den Führungstreffer. So, das, was ich realistisch finde, ist, wenn der Gegner die Chance hat, dass sie ihn quasi machen. Das ist auf jeden Fall, ja. Das finde ich auch gut. Aber nicht sowas jetzt hier. Also, ich sage euch kurz das Beispiel. So. Das Gelb auf jeden Fall. Wenn gleich noch so eine Situation kommt, ich sage euch Bescheid, was ich total unlogisch finde. Also, wenn ich zum Beispiel ins 1 gegen 1 jetzt zum Beispiel. Wieso macht er so einen komischen Bogen? Habt ihr das gerade gesehen? Er macht einen komischen Bogen um den Ball, obwohl ich im Ballbesitz war. Morata. Digga, das kann nicht sein. So, es war eine gute Grätsche von Barbara. So. Oh Mann. Digga, immer dieses. Und wieder ein super. So, ich versuch's jetzt nochmal. Also. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Gut, das war gut gespielt. Gefährlich aus. Und Bordus macht sogar das 4-3. Unnormal gut. 4-3. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den ich habe gedacht, ob er aus diesem Winkel mit links das Tor machen kann, aber ja, kann machen. Ich kann gar nicht mehr reden. Kann er machen. Ich war mir da echt nicht ganz sicher. Gut. Der führen 4-3. Ist das die Entscheidung, Buschi? Komisches Spiel, aber trotzdem verdient, dass wir hier führen. Absolut. Von, die Gäste werden wechseln. Ja, komm. Roll nicht rum. Spiel weiter. Ah, sie verlieren den Ball. Jetzt will ich auf Ballbesitz gehen. Wieso spielst du jetzt noch da? Okay. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. So, Aubameyang richtig gut gemacht. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. So, Sessegnon. Immer noch diese Szene. Auf. Oh, der wird abgefälscht, Mann. Eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Es kommt ein frischer Mann. Zu Eckball. Ist der erste. Tor gefallen, ich gebe kurz ab ins Studio. Wir haben Marco. Das nächste Tor für Bayern München. Damit steht es hier als. Digga, was für ein behinderter Pass schon wieder. Also mal ganz im Ernst. Das glaubst du ja keinem. So, Almada wieder mit einem Traumpass. Na, aber. 6 Minuten haben wir hier noch. Okay, der. Ball kommt auch einfach an, alles klar. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Süle. Zu Barco. Schade. Aber De La Viga gewinnt hier mal einen Ball. Barco. Links ist komplett Sessegnon frei, gut gespielt. Und jetzt werde ich safe spielen und den so machen. Ist mir egal, ob es pussyhaft ist, auf Legende hast du das so zu machen. 5-3. Wildes Spiel, wo ich auch mal wieder emotional wurde, weil mich hier einige Sachen echt nerven und die auch wirklich unlogisch sind. Aber na, am Ende siegt halt die Gerechtigkeit. Wir gewinnen das Spiel völlig zurecht. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der
Steilpass und dann sind zwei. Wechseln. Ach, wir haben wir gar nicht ausgewechselt, Alter. Uiuiui. Wir haben nur die La Viga Kamera und Bord nicht reingenommen. Völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. So, 5-3. 5-3. Nachspielzeit wird es geben. Und hier 8 Tore, Wahnsinn. Jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Silesi. Ja, wir gewinnen 5-3, Leute. Völlig zu Recht. Also der Elfmeter war auch schon ein Witz. Von daher. Ah, ich muss sagen, nach dem 2-0 habe ich innerlich schon ein bisschen aufgegeben. Danke, dass Sie so muss ich zu fair sein. Sensationelle Leistung, ja. Alles gegeben. Jo. Und gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Wir sind damit. Okay, wir spielen danach auch Champions League gegen Lille, nee, gegen Donetsk. Bis zum nächsten Mal. Ciao.